Herzlich willkommen. Die richtige Atmung ist existenziell. Wenn man oberflächlich atmet, man wird extrem schnell müde, schlapp. Heute erkläre ich weiter die wichtige Muskel der Nase, wie man diese Nase trainiert und welche Wirkung dieses Training hat. Früher habe ich euch schon die Rolle der Procerus, Musculus Procerus gezeigt, die eigentlich Richtung Stirn zieht die Dehnung und auch die Musculus levator labi superioris Muskel. Und heute zeige ich euch den Muskel nasalis, die Musculus nasalis. Ein Teil ist die pars transversa und der andere Teil ist der pars alaris. Wenn man die pars transversa, diesen Muskel über die Nase spürt und dehnt, dann kann man richtig mit dieser Dehnung Richtung Oberkiefer so weit die Muskel dehnen, dass die Nasenlöcher verengt werden. Dann entsteht das, was ich in meinem Buch immer wieder sage, man soll nicht viel Luft einatmen, nur so viel Luft, wie man kurz eine Rose riecht. So. Und dennoch intensiv. Mit dieser Verengung und Dehnung kommt die Luft weiter nach oben und nach innen und die obere Nasenluftwege werden viel besser erreicht. Mehr Sauerstoff, mehr Durchblutung erreicht den Körper. Die zweite Muskelteil, pars alaris, zieht von dem Schneidezahn nebendran innen Richtung Nasenspitze. Die Nasenspitze wird dadurch nach unten gezogen, gedehnt und die Nasenflügel werden weiter gedehnt in die Breite. Es entsteht eine Art Polarität. Mit dem Pars transversa verengt sich der Nasenloch und mit dem Pars alaris öffnet sich der Nasenflügel und der untere Teil der Nasenlöcher. Das ermöglicht eine offenere Atmung und dieses Gefühl öffnet das ganze Gesicht. Wenn ich in meinem Buch Supraleitung der Weg zur Mitte erkläre, man soll die Hände auf den Schläfen legen oder auf den Kaumuskel oder Richtung Ohren, dann bedeutet das, dass man fokussiert den Atem, wie man kurz eine Rose riecht. Das heißt, die Nasenlöcher verengen sich mit dieser Pars alaris und Pars transversa und doch öffnen sich die Nasenflügel. Das ist ein wunderbares Gefühl. In diesem Gefühl hat man das Gefühl, man würde gleichzeitig mit dem Mund und mit der Nase einatmen. Nämlich innen treffen sich hinten die Nasenluftwege. Damit man diese dritte Dimension besser spürt, wir können zuzeln. Das heißt, eine bayerische Wurst ziehen wir die Mitte raus. Wir legen die Lippen nach vorne und mit den Zähnen, Zunge und Gaumen ziehen wir nach innen. Das ermöglicht diese dritte Dimension, den Raum nach innen zu ziehen. Das heißt, eng in der Nase, doch breit, offenes Gesicht, nach innen ziehende Gefühl, ohne dass man die Zungenspitze nach hinten schiebt. Diese Atmungsweise macht einen fit und klar im Kopf. Bestimmt wollt ihr alle richtig euch wohlfühlen. Darum habe ich diese Lektion gemacht, damit ihr diese Nasenatmung einübt. In meinem Buch spreche ich sehr viel über die richtige Atmung. Und bei dieser Atmung ist immer Aus- und Einatmen ist mit dem gleichen Druck. Ich zeige das noch zum Schluss, wie das tönt. Wenn man diese Verengung nicht spürt, die Dehnung der Muskeln da oben, dann werden wir immer mit mehr Druck ausatmen. Jetzt mache ich wieder richtig. Und bei diesem Zustand, wenn das gedehnt ist, diese Nase
Nasenrücken mit diesen Muskeln, dann haben wir sofort die tiefliegende Muskulatur in der Arbeit und ein gerade Sitzen ist möglich. Wenn ihr weiterhin mit mir halten wollt, bitte abonniert meinen Kanal, macht ein Like und bis bald. Tschüss!